Moin, moin, meine lieben Hoshis. Es wird gerade dunkel, also nicht wundern. Wir haben in der letzten Folge, ich habe mein Logo, oh mein Gott. In der letzten Folge gesagt, hier geht's runter und jetzt fallen wir trotzdem runter, weil wir nicht schlau sind. Haben wir angefangen, die Farm zu bauen und haben jetzt schon unsere ersten Tierchen drin. Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach ein paar Hühnern, damit wir dann auch ein paar Hühner drin haben. Und deswegen laufe ich gerade rückwärts, damit wir schon mal suchen können, bevor es ganz dunkel wird. Also, Ohren steif halten, weiter geht's, ne? Schwupp. Gucken wir mal, dass wir ein paar Hühner finden. Natürlich im Dunkeln immer doof. Mehr Skelette als alles andere. Bock, bock! Den Ruf der Hühner nachmachen. In der Hoffnung, dass wir was finden. Bock, 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 bock! Es hat geantwortet! Bock, bock! Bock, bock! Ich habe eins gehört. Die Frage ist, wo ist das? Ihr habt es auch gehört, oder? Ich habe keinen Knall. Mein Ruf hat schon was gebracht. Aber ich sehe es nicht. Bock, bock! Ist auch einfach zu dunkel hier. Meine, die Funzel an da. Scheiße. Also da vorne hat man einen Huhn gehört. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Mein Lockruf hat gewirkt. Versuchen es nochmal. Bock, 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 bock. Bock. Bock, 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 bock. Hm. Oh, ich hör's. Sind auf jeden Fall Schafe. Auch wenn ich nicht weiß, womit ich die anlocke. Was fressen denn Schafe? Essen die auch Möhren? Weizen? Körner? Probieren wir es aus. Ihr Schäfchens, was wollet ihr essen? Du scheinst... Ne, also Körner nicht. Ne? Körner nicht. Okay, aber hier sind Schafe. Und Pferde. Und noch mehr Schweine. Aber Schweine brauchen wir nicht mehr. Irgendwo da war ein Huhn. Du doofes Huhn, wo bist du? Boah. Verlegte Fisch. Lass mich in Ruhe. Bei Tag sieht man bestimmt auch mehr. Ich gebe zu, es war nicht die schlauste Idee, im Dunkeln loszuziehen. Aber... Ah! Aha! Du Räuber, mitkommen! Da, bock, bock, bock. Sofort mitkommen. Komm. Komm. Da sehe ich meine Farm. Da kommst du rein. Quatsch nicht, bewegen. Bewegen, nicht quatschen. Ich lasse ihn jetzt mal. Ja, okay. Man sollte hier ja nicht hochkommen, ne? Das hat wohl geklappt. So, hier oben musst du hoch. So. Müssen wir uns hier eben durchprügeln. Komm.
Und jetzt brauchen wir noch einen Huhn. Wir brauchen noch einen Huhn. Was mir natürlich auch bewusst ist, dass die Hühner nur Eier legen, wenn ich in der Nähe bin. Ja. Aber wenn ich zwischendurch mal vorbeischaue, wir müssen uns dann halt für die Küche ein Hühnereierplatziergerät bauen. Verstehst du, wie ich meine? So, ich saug dich auch aus, Ding. So Tierquillermäßig, aber das verraten mir einfach keinen. Kein Huhn in Licht. Weit und breit. Kein Huhn weit und breit in Licht. Weit und breit. Weit und breit, das ist ein Schwein. Und noch eine Kuh. Da hinten ist Lava. Da. Hühnchen, mitkommen. Hast du noch Geschwister hier? Mal gucken. Oh, ein Ei hast du auf jeden Fall. Ist das ein Dorf? Das ist ein Dorf, ne? Schwein. Schwein. Schaf. Weiß, aber macht nicht Bock Bock. Aber Bock Bock, genau. Bock Bock Bock, hast recht. So. Kein anderes Huhn. Nur ein Huhn hier, so ein Scheiß. Ja, du kannst ja mitkommen. Ja, nur schon mal gucken, ob ich noch eins finde. Wir nehmen deinen Brudi mit noch. Komm. Ey du, Eierkopf. Hallo. Hier. Da du auch. Kommt. Kommt, mitkommen. Weil wir da rückwärts laufen hier. Nicht einfach zu weit wegkommen von die Viechers. Können wir mal irgendwie ein bisschen... Bisschen was. Ne, das ist nein. Das ist gut. Ja, schön entspannt. Du hast noch ein Ei gedroppt? Freundchen, enthalt mir deine Eier nicht vor. Können wir? Oh, da wäre ich fast runtergefallen. Ja, genau. Weiter geht's. Da vorne ist die Farm schon. Wir sind gleich da, Leute. Gehen wir hier rum? Kommt. Gleich Körnchen. Dürfen aber nur zwei Vögel, ne? Ist ja wohl klar hier, ne? Keine versauten Scheiße hier. Wir sind gleich da. Kommt. Da vorne ist es schon. Hier, an der Ecke. Muss ich zwar wieder den Weg aufprügeln. Aber das ist wert.
Dann. Hier hoch. Und hier rein. Also runter mit euch. Runter. Hier. Bitteschön. Ihr habt schon Kinder gemacht. Ihr habt. Lass mich in Ruhe. Der hat schon ein Ei gelegt hier. So. Ich muss natürlich noch einen Hühnerstall bauen. Den habt ihr noch nicht. Wir haben auch hier noch keinen richtigen, fertigen Stall. Aber. Ich wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. So, Holz hatten wir ja vorhin schon keins mehr. Jetzt haben wir immer noch wenig. So viel ist halt immer noch nicht. So. Jetzt können wir euer Ding hier verkleiden. Ich baue mal ein paar Birken hier hin. Damit wir was haben zum Bauen. Ja, du hast dir schon gedacht, okay, hier wird schön, aber ich noch nicht, mein Freund, ich noch nicht, kommt erst noch. Lass mich mal bauen. Wo ist denn... Alter, ich hab doch gerade ein Stack umgebaut. Das ist schon wieder weg. Das war schon mal so, Leute. Guckt es euch an, das ist weg. Habt ihr gesehen? Das ist auch nicht hier drin. Ah ja. Überlegt gerade, ob ich das so mache oder noch einen tiefer. Just for me. Kennt das Prinzip. Ich dieses hier. Hm, ich glaube, mache ich auch. Zwar nur hier, ist ja nicht viel. Hier kommt, hier sollte jetzt eigentlich Birke hin. Beziehungsweise, ne, hier kommt auch noch das normale Holz hin, aber haben wir ja nichts mehr. Wir sind blank, blitzeblank. Erstmal die Eier da rein und dann haben wir noch Fleisch dabei gehabt. So. Na? Willst du das essen? Hä? Schön? Okay. Mal hüpf mal hier nicht auf der Mama rum. Was hat der für ein Benehmen? Einfach so, ist mir egal. Ist
Mega? Ist das dein Ernst? Hör mal, Wilfried. Du musst aber... Ne? Jetzt mal langsam hier. Er war falsch. Wilfried, du stehst vor der Wand, die ich klackkloppen will. Hier nehme ich noch einen Pfeiler hin. Guck mal, die Birken wachsen. Die Birken wachsen, aber die anderen Scheißbäume nicht. Geht mir halt auf den Nerv. Ich habe auch keine Knochen. Keine Lust, jetzt nach oben zu gehen. Oder wie dort. So. Prinzipiell hätte ich es jetzt geil gefunden, wenn hier drin auf dem Boden auch Pozzol gewesen wäre. Und dann so die Tiere, weißt du? Hier kommt auf jeden Fall ein Balken hin. Mal jetzt. Nö, jetzt. Nö. Jetzt mir das egal. Ey, Alter, das der hat immer macht, ne? Der replantet sich wenigstens. Der funktioniert, der Baum. Ja, gefällt dir dein neues Zuhause so langsam? Ich hoffe doch. Man ist wieder sehr einfarbig alles, aber man kann ja zwischendurch auch mal einen anderen Holzklotz reinkloppen. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hingehe. Ah, machen wir gleich. So. Da kommt ein Dings hin. Ein Baumstamm. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen zum Beispiel mal hin, tun den raus, tun den rein und nehmen mal die Axt und sagen dann hier in die Ecke zum Beispiel kommt jetzt das da. Dann hier in die Ecke kommt der da wieder. Ne? Hier in die Ecke kommt so noch einer. Da kommt noch einer.
bisschen random das reinbringen. Na, ihr blöden Schweine hier. Wollt mir aber auch auf den Nüsse gehen, ne? Ja, wenn jetzt noch was nachwächst, so wie da hinten, dann holen wir uns das. Vermüll dich selber. Also wäre immer schön, wenn die jetzt mal wachsen, ne? Dann kann man ja auch mal fertig bauen. Hier kommt definitiv noch ein Balken rein. Und da muss noch einer hin. Kommt da so Weizen rein. Da kommt auch Weizen am Boden. Hier kommt auf jeden Fall Erde auf den Boden. Baby, I love you, ey. Every day, ey, ey. Kein Sapling, aber ich habe einen bekommen. Every day, ey, ey. So. Wunderschön. Mehr wollte ich da gar nicht, oder? Mehr wollte ich da gar nicht, Leute. Oh, die Axt ist wieder kaputt. Die müssen wir mal kaputt machen. Ich hoffe, ihr habt noch eine andere im Inventar. Inventar. Ja. Die haben wir noch. Aber der Place geht wieder einfach woanders hin. Und dann brauchen wir das. Denn hier soll Erde rein. So viel mit. Ja, habe ich. Gleich mal zurückgehen, Inventar leer machen. So, dann muss ich noch Matsch für die Schweine finden. Richtig nice, was wir so geschafft haben jetzt. 30 Folgen mittlerweile. Ist ja schon mal eine ordentliche Anzahl, ne? Würde ich mal behaupten. Ist das dein Ernst? Willst du mich ärgern? Ich hatte gleich die Spitzhacke in den Arsch riss. Du bist mittlerweile eine große Sau geworden. Ja, feini. Ja, das machen wir auch noch schön für euch, ne? Das macht der Mekko auch noch schön für euch. Noch ein Laternchen in der Ecke. Warum stehen Schweine immer im Weg? Immer. Ja. Keine Erde mehr. Ganz schön anstrengend, ja? Ja. Denke ich mir auch. Dann bringen wir den Scheiß mal weg eben. Und mal direkt nochmal was zu fressen für die Tiere. Guck mal, läuft schon richtig gut hier. Läuft sich schon richtig gut. Skelettos hier irgendwo. Sieht gut aus.
Dann lassen wir den Scheiß ja dann mal automatisch einsortieren. So viel Kabel brauchen wir gar nicht mehr. So. Davon brauchen wir eigentlich auch nicht mehr so viel. Ich nehme es aber noch mit. Granit weg, das weg, das weg. Andesit weg. Behalten. Diorit weg. Kabel weg. Den Rest behalten wir. Und dann hole ich mir nochmal Fichtenholz. Ach ne, Fichtenholz brauche ich nicht mehr, ne? Ne, das brauche ich gar nicht mehr. Wobei doch. Für, also, ne? Wisst ihr Bescheid? Für Schlafen, für Zäune brauche ich dann noch. Hier. Wieder. Ich meine, wir haben auch mehr als genug. So. Brauche ich noch was? Denk nach. Laternchen vielleicht. Brauchen wir noch mal ein paar Laternchen. Wo waren die Fackeln? Da auch. Oh, keine Fackeln mehr. Das waren alle? Ja, moin. Dann tauschen wir die mal eben aus. Haben wir auch wieder Laternchen. Wie viel Holz haben wir denn hier? Fichtenholz. 6. Ja, damit. Davon haben wir auch genug. Ein Stack für mich, ein Stack für die Zäunchen. Warte mal, nee. Das war falsch gedacht. War wieder falsch gedacht. Die Zäunchen gehen ja ein bisschen komplizierter. So. Nee. Ich baue jetzt nochmal ganz viele Zäune, aber die werden wir brauchen in Massen. Scheiße, immer noch nicht genug hier. Mach einfach. Ah. Immer noch lange nicht genug, das sei ja jetzt schon. Aber erstmal ausreichend. So. Erstmal ausreichend. Jetzt haben wir hier wieder irgendeine Blume. Die Setzlinge haben wir mitgenommen, damit wir was hinknallen können. Warum habe ich denn jetzt schon wieder... Das verstehe ich jetzt nicht. So. Dann passt das erstmal. Fackeln haben wir genug, Laternen haben wir jetzt mit. Dann wollten wir Möhrchens mitnehmen. Wir haben ja erst, können ja erst nochmal zwei Paaren. Weizen. Ist Weizen zu Brot verarbeitet? Echt? Kein Problem. Brauchen wir eh, weil wir wollen ja... Wollen so Heuballen machen. Möhrchen müssen wir eigentlich auch mal langsam anpflanzen. Dann
Hätten wir jetzt eigentlich mitnehmen können, obwohl wir können ja einfach die hier reinkloppen. So. Genau. Dann kloppen wir eben die hier rein. Und holen uns unten nochmal zwei neue. Wie viel kriegen wir da jetzt raus? Anderthalb, also ein Viertel Stacks. Ein Viertel. Moment kurz. Die nehmen wir noch mit. Vielleicht geht das schon. Probieren wir es aus. Weiß ja nicht, wie groß das andere Huhn schon geworden ist. Weizen brauchen wir ja auch. Da behalten wir nämlich die 15 für die Küchen. Jetzt lass mich mal hier gucken, ob wir hier noch irgendwo eine Möhre haben, eine Olle. Da. Also hier haben die immer gefruchtet, deswegen ist mir das jetzt scheißegal. Ich knall den jetzt hier hinten, in der Hoffnung, dass der wächst. Weißt du, was ich geil fände, wenn hier einer wachsen würde, den würde ich glatt stehen lassen. Wenn hier so ein großer wächst. Oh, ich wollte Erde noch mitnehmen, ne? Nicht nachgedacht. Oh, schon wieder. Gib mir mal hier ein bisschen Erde eben raus. Versuchen würden, hier mal einen Vierer hinzukriegen. Und der würde hier wachsen. Den würde ich gar nicht kaputt machen. Den finde ich geil. So, kommt mal her, ihr holen Viecher. Ich habe hier was für euch. Noch Kinder kriegen ist angesagt. Dann habe ich für euch hier noch Weizen. Mumus. Mörr. Komm. Und hepp, du hast Pech gehabt. Und dann gehen wir noch die Hühner eben füttern. Jo. So, wo sind meine Hühner? Na? Ist das einer mal saufen hier? Kommt man da nicht raus? Das ist scheiße, hä? Ah. Dumme Hühner. Ich merke schon. Liebe machen, vermehret euch. Provisorische Lösung, meine Freunde. Keine Finale.
Sowieso schon dunkel genug hier der Weg. Oh, wenn ihr euch paart, kriege ich Punkte, EP. Das wusste ich nicht. Paaret euch. Zum Beispiel, also jetzt hier so. Ja, nee, der war jetzt doof. Den die von oben platziert haben. Von oben will ich sie platziert haben. Hast du das verstanden? Müssen wir auf jeden Fall noch ein paar machen, dass wir die Ecke voll kriegen. So. Haben wir noch Birke? Überlege ich gerade. Wir nehmen dunkles Holz für die Decke. Damit das ein bisschen anders aussieht. Wieder, weil ich damit wollte gerade. Prinzipiell fände ich ja mal richtig nice, wenn wir sowas hätten. Aber dafür brauchen wir noch mehr Fichtenholz. Yeah! Ich glaube, warte mal auf, das kommt raus, das kommt rein. Ich brauche gleich noch ein, zwei Birken. Die hole ich mir jetzt eben. Bevor es gleich wieder zu spät ist. Machen.
So. Ach, fuck you, ehrlich. So. Guck mal, sieht doch schön urgemütlich aus. Also hier wird sogar ich schlafen. Wie geplant, Leute. Ein Vordach soll das werden, ne? Es ist natürlich die Frage. Ich krieg ja hier nichts dran gehangen. Was ist denn, wenn wir den hier machen? Und das ist eine ernst gemeinte Frage. Besser, oder? Besser. Definitiv besser. Gute Idee. Gute Idee gewesen. Können wir ja nicht vor allem beschützen. Ganz kurzen Moment. So, da bin ich wieder. Wir müssen jetzt einen kurzen Cut machen. Seid mir nicht böse, Leute. Video ging jetzt eine Dreiviertelstunde. Ich muss eben kurz jemanden reinholen. Also. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren und dann sehen wir uns doch im nächsten Video. I love you.